Naja, ein großes Problem gibt es in diesem großen Feld. Man kann hier drin alles nicht sofort packen, deswegen. So, wie viele verschissene Fackeln? Ja, genau, zerst... Weißt du, jetzt reicht's mir mal gerade. Och Mann. Ach ja, es ist immer wieder gut. Das erste, worunter du jetzt leiden wirst, ist erstmal... Melonen? Ich leide unter Melonen. Brauchst du noch ein bisschen länger oder geht das heute auch nochmal? Oh nein, ich brauche keinen Obrechte, um mit einem Wassereimer herumzuhantieren, siehst du? Nee, aber jetzt kann ich, jetzt habe ich jederzeit die Chance, dich zu bannen. Weißt du, wenn du mich einmal bannst und nie das wieder entbannst, dass du es derbst bereuen wirst. Das Problem, was mir gerade einfällt, wenn du jetzt ins Bett gehst, dürfte, glaube ich, gar nicht Tag werden, weil du gerade, weil das, glaube ich, nur unter Admins läuft. Ich nehme mal das Bett und gehe mal in den Nether. Hörst du jetzt mal auf damit? Langsam gehst du mit lang. Was ist mit dir heute los? Wieso wieso nervst du heute nur? Lang. Ich hab Lust auf Trollen gerade. Weil, ja, Leute. Was soll ich gerade machen? Ich habe keine Ahnung, wie die Monsterfalle geht und du baust Cobblestone ab. Also habe ich keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Die Sache ist, die Monsterfalle muss hoch genug sein. Und wir müssen uns überlegen, wie hell wir diese ganze Scheiße machen, weil die spawnen ja immer noch hier in der Nähe. Ja. Wie viele Fackeln sollen wir hier bitte setzen, damit hier nichts hier unten spawnt? Hier unten sollen wir ja unsere Ruhe haben. Ich würde mal sagen, genügend. War dieser Tipp hilfreich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wie Brechreiz, ne? Das war jetzt so schlau. Wo kam der jetzt her? Von oben. Ich wusste, dass da einer war. Ich dachte, den hättest du schon erledigt. Leute, ich freue mich immer darüber, wenn man mit mir kommuniziert. Ich finde es immer ganz, ganz grandios. Ich dachte, den hättest du gesehen. Liebe Kommunikation. Boah, Leute, der ist... Nee. Was? Woher soll ich ihn gesehen haben? Ich dachte, das hättest du vielleicht. Ich hab leider kein X-Ray und kein Optifine. Die Sache ist, Optifine ist nicht unbedingt das. Ich dachte, den hättest du irgendwie schon... Weil der war vorhin hier in der Lücke drin. Ich hatte hier einen in gerade der Lücke war so aber gesehen. Nicht in der Lücke drin, der kam dann von oben. Wie hoch schätzt du, sollen wir die Mauern denn genau ziehen, damit oben auf den Mauern selbst nichts spawnt? Vielleicht bis zur maximalen Bauhöhe? Ja, und dann fällst du runter und bist tot. Weißt du, wie lange das brauchen wir, wenn wir das jetzt auf 256 Blöcke Höhe bauen? Zu viele Cobblestones. Weniger zu viel Cobblestones als zu viel Zeit. Das sowieso. Ich mach mal so hoch, dass auch Endermen spawnen können. Jetzt will ich mal schauen. Endermen können normalerweise keine Cobblestones mitnehmen, ne? Nein. Die können nur noch so... Was können die überhaupt noch mitnehmen? Ich krümel dabei mal ein bisschen rum. Geil, ich kann gar nicht alles markieren, weil ich mitten in der Aufnahme bin. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gerade aufnehmen. Da ich auch keinen Timer oder so gemacht habe, was ich ja schon lange nicht mehr gemacht habe. Timer sind auch völlig overrated. Was schätzen du, wie lange haben wir denn circa? Okay, schau dir mal den riesen Baum hier an. What the fuck? Der hier auch? Warum wachsen denn jetzt hier so große? Weil meine Awesomeness ihn einfach angetrieben hat dazu. Mhm. Ich würde es nicht fast wundern, wenn du vielleicht... Du bist ein wahnsinnig bist. Das sowieso! Ey, ganz ehrlich, für so einen Baum sollte ich eigentlich noch den Timber installieren. Timber, oder Timber, Timber. Ja, oder nicht? Für solche Bäume wäre der Timber echt sehr gut, oder nicht? Ja. Wie findest du es eigentlich, dass man Holz jetzt so seitwärts platzieren kann?
Ach, naja, ich enthalte mich immer dieser Sache. Es ist vielleicht vom Designtechnischen hat es, aber an sich eigentlich eine unlogische Sache. Wieso? Ich kann auch ein Stück Holz quer hinlegen. Das ist eigentlich keine so große Sache. Ja, aber an sich ist es unlogisch, finde ich jetzt. Bäume können doch auch krumm wachsen im echten Leben, oder? Ja, ja, so an sich. Nicht, fallt mir bitte ja nicht darunter oder so. Ach, ja? Verdammt, runtergefallen. Das ist klar. Boah, dass wir zwei so Riesenbäume jetzt haben. Das ist echt mega. Jetzt freu dich doch einfach mal. Moment, warte. Oh nein, Full Retard Mode on. Übrigens, ich habe den Chat eine Deckkraft von 60% nur noch gegeben, damit er mir nicht zu stark nervt. Zum Beispiel, wenn ich auf diesem dieses Hunger Games mache, ich habe da ja so eine Seite gefunden, wo es ja weiß, wie viele Server gibt. Der wird ja gespannt en masse, weißt du? Mhm. Das habe ich sowas von runtergeschraubt, deswegen, dass man den Chat nur noch so ganz leicht sieht. Ist schon ganz horror heute. Ja! Also ich habe jetzt 28 Holz, ich schmeiß mich dann einmal die Klippe runter, ne? Steve? Dir ist klar, dass ich darauf keinen Kommentar jetzt gebe, ja, ne? Dann mach ich's einfach, ne? Hätten wir nicht kriegen können. Da war gerade ein Apfel, aber der ist runter, der war weg. Siehst du, ich habe das Holz in der Hand, ne? Siehst du? Du hast nur hier nur ein einziges Holz genommen. Viel out of world. Du müsstest jetzt oben eigentlich beim Bett spawnen, ne? Wegen dem Homepoint. Oh, ich bin direkt hier gespawnt. Ach, hast du... Stimmt, der Homepunkt ist ja nicht gleich der Spawnpoint. Da war ja was. Hey, wo kommt denn das ganze Holz her? Wo kommt denn mein ganzes Equip her, das ich gerade verloren habe? Vielleicht hätte ich es ja vorhin in eine Kiste gelegt. Du hast jetzt nicht... Nein, jetzt mal wegen der Wände der Mobfarm. Wie hoch jetzt wirklich? Jetzt kommen wir nicht mehr mit der maximalen Bauhöhe. Ja, maximale Bauhöhe war wahrscheinlich das Einzige, das nichts mehr spawnt. Da wird immer was spawnen, muss halt so ausleuchten. Ich hab mal Apfel. Du hast einen Apfel! Jetzt eigentlich mal mein Gott, der hat einen Apfel! Ich drück dir den Apfel gleich ganz, ganz dick ins Gesicht. Und das bringt dann was? Dass ich dann einen Apfel im Gesicht hab? Ja, ist doch geil. Ich glaube, wir können langsam, glaube ich, einen Cut machen. Was meinst du? Oder sollen wir noch ein bisschen? Wenn du einen Cut machen möchtest. Also, ich habe noch auf der Platte noch Platz, so ist es nicht. Nur ich will nicht, dass die komplett ist, weil ich voll ist, weil ich muss ja auch noch den ganzen Kram rendern. Oder Half-Life. Ja, das nehmen wir die Tage auf. Hey, wo ist mein Cobblestone hin? Vielleicht machen wir das Mittwoch, was meinst du? Ja. Ich habe, wie gesagt, von meinen Arbeitszeiten noch keine Ahnung. Für Leute, die es nicht wissen, ich fange als Müllmann an, ne? Du Müllmann! Nein, ich mache eine Ausbildung zum Millionär. Nein, stimmt auch nicht. Zu Hause gesetzt. Mein Gott, wie viele Homepoints setze ich hier? Hast du wieder die ganze Wohnung voll gespritzt hier. Mein Gott, alles dabei ist hier.
Das geht doch langsam nicht mehr. Sogar hier draußen vom Haus, alles weiß hier. Ja, weiß ich, hatte Druck. Wer hat das verlangen? Sogar die Fensterbänke. Kann ich jetzt eigentlich einen Creeper im Haus spawnen per Befehl? Ich glaube, das findet der Stevie nicht ganz so lustig. Nein. Na, aus dem Grund mache ich's doch. Hä? Wo ist denn mein ganzer Cobblestone hin, mein Stack? Eigentlich müsstest du den noch... Jetzt kommst. Den hat, das war bestimmt das Einzige, was du vergessen hast, aus dem Inventar zu nehmen oder so. Könnte gut sein, aber eigentlich nicht, nee. Hast du den mitgenommen? Nein, ich habe meinen Stack gerade so selbst gefarmt. Dann würde ich mal sagen, Gift Comment. Das kann ja sein. Ich habe mich damit nämlich nicht runtergestellt. Guck dir mal bitte kurz die Höhe an von der Wand selbst. Jetzt, du bist ja gerade unten. Was meinst du, reicht das schon? Es wird was spawnen, wenn du unter der maximalen Bauhöhe bist, denke ich mal. Aber musst du einfach ausleuchten. Du wärst nämlich einfach den Kasten oben abschließen und einfach Fackeln aufs Dach stellen, hä? Wie wäre das? Wäre das eine feine Idee? Dann würde hier auch dauerhaft was spawnen drin, ne? Dann würde drin was spawnen die ganze Zeit, wenn du Glück hast. Und ja, eigentlich schon. Sag mir nicht, du bist nicht auf die Idee gekommen. Sag mir das jetzt bitte nicht. Du bist nicht drauf gekommen, oder? Du hast gesagt, ich soll nichts sagen! Oh Gott. Jetzt weiß ich, warum Steven Together mit Leuten hat, ganz ehrlich. Der braucht ja irgendjemanden, der ihm die Einfälle macht. Arschloch. Du hattest doch die Idee gehabt, Skyblock Together, das Skyblock als Together zu machen. Stimmt alles gar nicht, der hat mich angeworben. Ich werde hier fürstlich bezahlt. Was denn? Wir müssen doch jetzt irgendein Drama draus machen, dann kriegen wir mehr Views. Wir machen Drama, Drama, Drama. Wir machen es einfach wie RTL. Ja, komm, wir engagieren falsche Leute an. Wir reden Gamer schlecht und keine Ahnung, oder was? Möchtest du dich... Wenn du Gamer schlecht reden willst, ist das, als ob deine Mutter dich Hurensohn nennt. Das ist genauso, wie wenn ich sagen will, wie als wenn ich auf YouTube nichts mehr machen will oder meinen kompletten Ruf zerstören will, ich weiß. Welcher Ruf? Nein. Nein, das musste jetzt aber gerade sein. Ach übrigens, mein Half-Life ist gleich fertig gerendert. Ja, Leute, ich mache auch Half-Life. Guckt alle auf meinen Kanal. Du renderst während der Aufnahme? Hat auch mal was. Was glaubst du, wie schlecht mein PC juckt das nicht? Ich kann egal, weil... Ich könnte wahrscheinlich sogar Battlefield zocken nebenher noch, wenn das rendert. Gott. Wohl Battlefield ja, jetzt vielleicht auf höchsten Einstellungen nicht mehr, aber also auf hohen Einstellungen. Ich spiele Battlefield auf Metal und das reicht. Meiner schafft auf jeden Fall hoch. Aber ich werde es nicht auf hoch stellen wahrscheinlich. Ich muss meinen PC nicht bis zum Brechen auslasten. Eben, man muss nicht übertreiben. Hast du mal PC-Welt gesehen, was die verlosen? Was verlösen? Müsstest du doch mit Mike aber eigentlich schon wissen, oder? Nein. Die verlosen einen PC im Wert von 13.333 Euro. What the fuck?! Der hat drei Bildschirme dabei, ein komplettes Soundsystem. Eine komplette Gamer-Tastatur, Gamer-Maus, drei Bildschirme. Awesome. Spiele dieses Jahres, Borderlands, Assassin's Creed, alles Sleeping Dogs und sowas, ne? Battlefield denke ich mal auch noch. Ja, Battlefield 3 Premium. Dann hat er zweimal die beste Grafikkarte auf dem Markt, dann hat er 64 GB Arbeitsspeicher, dann hat er 1300...